Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Ja, in der letzten Folge waren wir auf der Suche nach 9S. Und ja, meine Stimme. Also tatsächlich möchte ich mich auch mal kurz dafür entschuldigen, dass gestern keine Folge kam, aber holy fuckeroni. Jetzt mal ohne Witz, meine Stimme war so am Arsch. Warum auch immer sie so kaputt war, aber sie war wirklich kaputt. Ich meine, ich war auch kurz auf dem TS und dann jeder so, oh, deine Stimme. Und ja, irgendwie war da was nicht richtig. Und irgendwie bin ich in letzter Zeit sehr, sehr anfällig, was mir ein bisschen Sorgen macht. Vielleicht habe ich auch ziemlich beschissene Schlafgewohnheiten. Ich meine, wir haben jetzt auch Viertel nach fünf. Meine Uhr zeigt mir aber Viertel nach vier an, was mich verwirrt. Aber tatsächlich richtig so ist, weil die Uhren eine Stunde vorgestellt wurden. Ihr versteht, was ich meine. Ja, die andere Sache ist die, dadurch, dass ich jetzt einen Tag mehr Zeit hatte, konnte ich eure Kommentare lesen. Ein paar sagen, ich laufe ein bisschen sehr schnell mit der Story voran, was aber mitunter damit zu tun hat, dass ich wirklich die Story kennenlernen möchte. Und ein paar andere, andere haben mir dann gesagt, Fully, du solltest vielleicht mal den Scanner ausrüsten. Wenn das jetzt der Scanner war. Ich hoffe, das war er. Ist es so? Ja. Hier ist die Sache. Ich weiß nicht, ob ich mich verlesen habe, aber ich möchte einfach mal behaupten, ich habe Devola und Popola voll falsch verstanden. Und zwar ist einfach die Sache, die ich dachte, das wäre so ein automatisches System. Und, dass es jetzt nicht etwas wäre, wo... Wie soll ich sagen? Ich dachte, es wäre automatisch ausgerüstet, weil sie haben ja gesagt, wenn es dich stört, kannst du es abschalten. Und das habe ich so interpretiert nach dem Motto, das Ding ist schon an. Aber wenn du keinen Bock mehr drauf hast, schalte es aus. Und ja... Scheinbar nicht die richtige, also komplett falsch verstanden einfach. So, ich hoffe, das ist jetzt der richtige Scanner. Jetzt ist aber dann noch das andere Problem. Was heißt Problem? Niemand hat mir Gott sei Dank gespoilert, was ich tun muss. Aber das resultiert natürlich darin, dass ich keine Ahnung habe, was ich tun muss. Was ich jetzt noch einmal machen würde, wäre... wo möchte ich hin? Wüstenregion, Wohnanlage oder Lager? Nee, geben wir Lager. Was ich dann halt auch machen würde, wäre dann noch mal in der Wüste nachzuschauen, weil ich ja jetzt diesen Scanner habe. Wenn ich richtig verstanden habe, was es mit dem auf sich hat. Ja. Und ich glaube, man sollte ihn über den Pott ausrüsten. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht wieder falsch verstanden. Das Blöde natürlich ist auch wieder bei einem Blind MP, wie gesagt, wenn man nicht weiterkommt, kommt man nicht weiter. Und man kann nicht sagen, ey, wir schaffen das in diesem Part, weil man hat ja keine Ahnung. Und viele Leute sagen, ey, Fully, mach mal mehr Sidequests, vor allem iss mal die Makrele. Ich kann jetzt mal nachschauen, Gegenstände. Wichtige gefangene Fische, Makrele, verwenden. Warum lädt das Spiel jetzt? Was? Muss das Spiel laden, wie ich eine Makrele esse? Kaum hatte er die Makrele verspeist, begannen die Körperflüssigkeiten des Androiden zu gerinnen und bald darauf verstarrten auch seine Muskeln. Es war nicht nur gut, dachte der Androide, als sein Bewusstsein schwand. Sogar ausgezeichnet! Kein Wunder, dass Menschen diese Wesen aßen. Ja,
Was? Ende K? Das war also eines dieser berühmt-berüchtigten Scherzenden. Alles klar. What the fuck? Na gut, wer immer sich dachte, ey, das ist lustig. Ich bin verwirrt. Und ich hoffe, du hattest deinen Spaß hiermit. Ja. Ich habe keine Worte dazu. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nö. Nö. Ich habe nämlich schon mal gesehen, es gibt wohl etwas namens All Jokes All, also ein Video namens All Joke Endings F2Z. Und da habe ich definitiv gesehen, dass es wohl einen Arsch voll Enden gibt. War mir ein vorgeschlagenes Video. Und scheinbar sind das all solche Endings. Offensichtlich. Hey Knallkopf! Ich möchte diese feinen 30 Sekunden oder. Ja, machen wir. Diesmal schaffen wir es. Okay. Diesmal hauen wir euch auf die Fresse. Na? Ja. Yeah. Ich hau euch jetzt richtig drauf. Zack. So. So. Ah. Ich muss zerstören. So, komm schon. Na komm. Ich hatte beim ersten Versuch mehr. Nein! Fuck. Es war wieder close. Ah. Macht mich traurig. Waffenangriff plus. Wisst ihr, was ich mich wirklich frage? Ist das wirklich dieser fucking Scanner einfach auf dem Pod ausgerüstet? Ich bin mir jetzt Unterstützungsgegenstände. Tierköder? Nee. Nee. Waffen. Nee. Fähigkeiten. Plugin-Chips. Ja. Nein, nicht an. Ja, doch, anpassen. Da sind wir ja eh voll. Nein, ich will es nicht optimiert haben. Ich will mein eigenes Chipset benutzen. Hier ist aber auch nichts mit einem Scanner, ne? Okay, der Scanner ist wirklich über dem Pod. Der läuft wirklich rein über den Pod scheinbar. Unter Einstellungen? Nee. Das läuft wirklich über den Pod. Bedeutet das wirklich, ich muss die ganze Zeit hier mit dem Pod? Was stand da? Ah, da ist das Ding, ne? Ups, das wollte ich gar nicht. Hat es gar nicht mehr. Es hat es gar nicht mehr ausgerüstet. Okay, das sollte ich dann vielleicht nochmal umändern. Fähigkeiten, Pod-Programme. Dann solltest du hier den Scanner nutzen. Habe ich nicht gesagt, du nutzt den Scanner? Das ist der falsche Pod. Ist es nicht? Hä? Ich hätte doch vorhin den. Achso. Gut. So. Items hier. Okay, der findet hier Items. Toll. Ich bin immer noch super verwirrt. Und nicht ganz, mir im Klaren, was genau ich wie tun soll. Okay, da komme ich nicht weiter. Übrigens, nette Perspektive hier. Nette Perspektive. Was wollt ihr denn hier? Klein Scheiße. Ah, die kann ja alle anvisieren. Das ist cool. Oh, da liegt was. Rostiger Klumpen. Genauso wie du jetzt.
Ja. Okay, ist ein langer Weg. Wo führt der mich denn hin? Ja, keine Ahnung. Das ist ja nicht mehr auf der Karte verzeichnet. Okay. Haben wir ein neues Gebiet entdeckt oder sowas? Ich glaube eher nicht. Ich schwebe... Oh, nein. Okay, da können wir nicht hin. Ah. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das für eine gute Idee halte, dass ich plötzlich nicht mehr ganz genau weiß, was ich, wo ich hin soll in einem Spiel, was mir die ganze Zeit sagt, wo ich immer hin soll. Ich meine, gut, wir müssen suchen und shit, aber es kann doch nicht sein, dass ich so überplanlos durch die Gegend laufe. Komme ich mir immer ein bisschen dämlich vor. Also, was heißt immer, aber jetzt komme ich mir irgendwie ein bisschen dumm vor, weil... Nein! Nein, ich habe einfach echt das Gefühl, ich mache was komplett immer noch falsch. Nein, gut, hier bin ich vielleicht in der komplett falschen Ecke. Das kann sein, aber... Kommt schon. Das Spiel müsste mir doch eigentlich mal irgendwie sagen, ey, guck mal da nach 9S. Vor allem hier war der Pott in der Gegend. Ich werde sowas von in der Wüste mich umschauen. Wenn mich da der Scanner nicht zu irgendwas Nützliches bringt, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann bin ich halt wirklich überfragt. Dann wüsste ich auch nicht, wie man darauf kommen soll. Hm. Komme ich hier wieder raus? Ja, so in der Art. Komm schon, Tobi, du schaffst das. Wir kommen hier raus. Ja. Oh, eine Truhe. Nice. Gedächtnislegierung. Das erinnert mich ja auch ans Original in hier, wo man einmal für die Hauptquest eine suchen musste. So, dann also ab Richtung Wüste. Also in die tiefe Wüste. Bin ich hier überhaupt richtig? Wenn ich Richtung Wüste möchte. Ich weiß nicht, bin ich den normalen Weg gegangen? Dementsprechend bin ich mir da gar nicht so sicher drüber. Kann aber gut sein. Ha. Ich meine, dieses Rohr hier ist eigentlich ein guter... Ist eigentlich sowas wie ein Pfad hier. Definitiv. Ja, und ich glaube, wir gehen den falschen Weg. Ah! Na komm. Wir werden ein S schon irgendwie finden. Ich schaff das. Ich schaff das wirklich. Bestimmt. Ich hoffe es. Ich will halt wirklich wissen, wie es mit der Hauptstory weitergeht. Vor allem das Problem ist, je länger ich das, oder je mehr Zeit ich dafür brauche, das Spiel zu spielen, desto länger gehen die Leute davon aus, dass es okay zu spoilern. Dann sollte ich auch mal darüber ein Video machen. Warum ist schwachsinnig jetzt, wenn man sagt, oh, das Spiel ist 20 Jahre alt. Ha, du hast dich jetzt spoilern lassen. Ha, Pech gehabt, du hattest 20 Jahre Zeit, das zu spielen. Das ist so ein dummes Argument, wenn man gespoilert wird von irgendwas, was man einfach nicht kennt. Es ist das dümmste Argument, was ich eigentlich kenne. Ich finde das halt echt schwach. Okay, man hatte die Zeit, aber... Ernsthaft. Es gibt immer noch Spiele, die ich nicht gespielt habe, wo ich mich auch nicht drüber, nicht spoilern lassen möchte. Ich zum Beispiel... Ja, was wäre ein gutes Beispiel? Ich zum Beispiel kenne nichts aus der Tales of-Reihe. Ich meine, da könnte man mich spoilern. Und ja, da sind einige Spiele ziemlich alt. Und jetzt? So, hier haben wir ein paar Körper. Die würde ich gerne einsammeln. Ja, ja, ja. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwie 9S finden. Ich meine, wir haben hier seinen Pott gefunden. Wenn ich richtig verstanden habe. Ich glaube, das war sein Pott. Ansonsten wäre man ja nicht hier. Und man hat ja den Scanner. Und der Scanner soll wahrscheinlich dafür da sein, dass wenn ich hier in der Wüste diesen Scanner dazu einsetzt, 9S zu finden, der wahrscheinlich hier ist. Hm.
Er hat was gefunden. Nice, Silbererz. Obwohl ich mich immer noch frage, kann man wirklich mit dem Ding ein S finden? Zumindest ist das jetzt gerade meine Idee. Ich meine, im letzten Part hatte ich schon die Idee, ey, wie wäre es, wenn wir einfach zurückgehen und uns die Wüste nochmal genauer anschauen. Und ich muss sagen, das ist ziemlich cool mit den Raketen. Die können uns einfach gar nichts. Na komm. Dann zermetze ich die eben. Hey, geh weg. Komischer Maskenmensch-Shiny. Ohne Maske, aber du trägst das Outfit. Bernstein. Nice. Kann man in Breath of the Wild immer gut verkaufen. Ist da hinten wirklich ein Speicherpunkt? Scheinbar ist da hinten was. Zumindest ein Speicherpunkt. Vielleicht kann man ja auch 9S ausgraben. Und das ganze Ding ist eine Art Tutorial für den Scanner. Damit man auch für zukünftige Quests einfach weiß, hör mal, es gibt einen fucking Scanner und du solltest ihn vielleicht benutzen. Zumindest haben wir hier schon mal in der Gegend einen Checkpoint, was uns doch ein bisschen was an Laufweg erspart. Ist immerhin etwas. Ich meine hier, das Gebiet ist ziemlich groß. Und der Pot, der empfängt etwas. Und die Gegner hier sind alle ziemlich schwach. Au, au, au. Ey, hör mal auf damit. Mein Gott, der entspannt sich auch einfach nicht. Ey, 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 Truhe, 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 Truhe. Dankeschön. Nahangriff plus. Ey, Technikbuch. Weiter den Scanner benutzen. Ihr könnt mir ganz... Also sagt mir nicht die Lösung, falls ich das in diesem Part nicht finden sollte oder so. Aber. Mich würde tatsächlich interessieren, ob... Können wir hier weiter? Wir können hier wahrscheinlich weiter, ja. Mich würde tatsächlich interessieren, ob ihr auch solche Probleme hattet oder ob das relativ offensichtlich war. Ich meine, im Prinzip, wenn jemand sagt, ja gut, ich hatte nicht wirklich die Probleme und das war relativ offensichtlich, würde es mir ja deutlich irgendwie zeigen, wird mir halt zu denken geben, Fully, du bist ein Vollidiot, du machst irgendwas falsch. Und ja, das wäre auch aktuell der Punkt, den ich sowieso machen würde. Für mich selber. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel sich denkt, ey, du musst irgendeine Sidequest machen oder so. Damit du das Spiel weitermachen kannst. Oder leuchtet was? Nein, das war nur sehr seltsam und nicht richtig gerendert. Ah, ich würde mal sagen, der Sturm soll uns hier eine Grenze aufzeigen. Ich glaube, die Bitrate auf YouTube wird hier richtig Zucker draus machen. Richtigen Zucker, sage ich euch. Da ist was! Was ist das denn? Es wird mich umbringen, oder? Es ist eine Palme. Nein, eine Palme bringt mich, glaube ich, nicht um. Aber dieser Sandsturm, der mag mich nicht, so habe ich das Gefühl. Ja gut. Nein, es? Hörst du mich? Bist du hier? Irgendwo? Wenn ja, dann sag mal was. Er ist nicht hier. What the fuck? Ich frage mich, welche Art Zivilisation hier früher existiert hat. Okay, warum bist du hier? Und warum finde ich irgend so einen random Dude in der Wüste? Doch, das ist schon seltsam. Und hier ist eine Leiche. Ja, ja, Disco from... Okay. Ich habe den Namen nicht ganz gelesen. Oh, 520G, das ist nicht schlecht. Definitiv nichts, wo ich sage, nee, das nehme ich nicht. Aber im Ernst.
Wohin? Wohin? Und es nervt mich immer noch großartig, dass das fucking, dass das Portal, also dass das Terminal einfach im Widerstandslager nicht funktioniert. Ich meine, was soll denn das? Es ist fast so, als ob der Entwickler sich dachte, ey, lass uns den Spieler abfacken. Hm. Okay. Ich will ja nichts sagen, aber ich gebe ein bisschen die Hoffnung auf, dass wir hier was großartig mit Hilfe des Scanners finden. Ich meine, gut, ich finde viele Leichen, aber ich finde jetzt kein 9S. Außer natürlich den Pod. Hm. Von da sind wir nicht gekommen, oder? Wäre das ein Weg, den wir mal anpeilen sollten? Eventuell. Ich meine, da ist auch wieder ein Punkt, so ein Save Point, so ein Checkpoint. Wäre eventuell eine Idee, mal da lang zu gehen. Ey, geht weg hier. Nice, diese Explosion. Köstlich. Gut, einmal schnell speichern kann man machen. Und ja. Wir haben hier einen Tümpel. Ist das hier wirklich alles? Nee, ich glaube, es geht hier oben weiter. Komm schon, irgendwo muss doch 9S mal zu finden sein. Das sind ja eure Mitglieder. Die Fortschritte lassen länger auf sich warten als gedacht. Okay. Gute Arbeit. Deine Aktivitätsprotokolle werden vollständig geprüft. Okay. Was macht ihr hier? Feiern? Oder so. Wie komme ich auf Feiern? Was ist los mit mir? Es ist schon viel zu spät. Irgendwann funktioniert wahrscheinlich dann auch einfach mein Kopf nicht mehr richtig. Fernabwehr plus. Ja, das ist meine Ausrede. Ich finde 9S nicht, weil es viel zu spät ist und mein Kopf nicht mehr richtig funktioniert. Perfekt, das glaubt ihr mir sicher alle. Warum liegen hier plötzlich, Items? Hm. Okay, ich meine, noch eine Idee habe ich. Und zwar gehen wir wieder in die versunkene Stadt, was dumm ist, ich weiß, aber mein Plan ist, wir gehen in die versunkene Stadt und nutzen da mal den Scanner. Ob wir eventuell so ein 9S irgendwo dadurch finden, mit Hilfe des Scanners. Obwohl ich halt immer noch nicht verstehe, was soll sein Pott in der Wüste? Aber die Wüstensucherei hat uns kein Stück weitergebracht. Ha. Huh. Immerhin ist die Musik ziemlich schön hier. Pyrit, okay. Das ist der falsche Pott. So. Ich meine, gut. Vielleicht sind die Wüstengegend und die Wassergegend hier ein bisschen näher verbunden oder sowas. Oder er hat seinen Pott einfach... Ich kann es mir nicht erklären. Der hatte auch wieder gut Geld. Ernsthaft, was machst du eigentlich hier oben? Komm schon, drauf schießen. Er hat die Raketen nicht geschossen. Ich muss wahrscheinlich wesentlich länger zielen damit. Hier ist noch einer? Hier habe ich dich nicht gesehen.
Ja, ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Los, scanne, was das Zeug hält. Okay, er schlägt dir definitiv aus. Okay, das ist ein normales Item. Schwarze Perle, okay. Hier haben wir wieder eine Leiche, die können wir mitnehmen. Hm, danke für das Geld. So, euch mache ich erstmal fertig. Nein, du greifst mich nicht an. Zack. Das macht Spaß. Ey. Ah, fuck, nicht getroffen. Jetzt aber. Yeah. Der ist auch kaputt. Es kann doch nicht sein, dass ich wieder kein Progress mache. Please, Spiel. Du mit deiner komischen Kanone. Was denkst du, wer du bist? Irgendwas Besonderes? Nein, du bist ein Haufen Altmetall. Ihr schlägt's wieder aus. Da unten. Da liegt jemand. Was ist passiert? Du bist von einem EMP-Schlag getroffen worden. Ich kann mich an nichts erinnern. Keine Sorge, ich habe ein Rettungssignal zum Bunker gesendet. Wir suchen derzeit nach einer vermissten Yor-Einheit mit der Bezeichnung 9S. Sollten Sie Informationen zum Thema besitzen, so geben Sie diese sofort heraus. Es tut mir leid, ich weiß gar nichts mehr. Schon in Ordnung, bleibe einfach hier und ruhe dich aus. Leute! Ich glaube, der Fuhl... Leute. Ist das ein Durchbruch im Fully, ich bin so ein schlimmer Mensch. Ist das ein Durchbruch? Ich glaube, ich hab's raus. Na komm, die machen wir kaputt, weil wir brauchen halt wirklich ein, ruhiges Gebiet mal. Wir müssen halt mal ganz in Ruhe uns umschauen können. Es kann doch nicht sein, dass uns die ganze Zeit diese Fuckviecher nerven. Jetzt weiß ich, warum man euch auslöschen will. Ihr nervt einfach nur. So. Dich mache ich auch kalt. Komm her. Ja. Da ist er kaputt. Schön kaputt geschossen. So, anderer Pott. Wow. Okay, merken wir uns. Ich kann die Fähigkeit nicht benutzen und gleichzeitig gleiten. Ich meine, gut, man hätte es sich denken können. Ich habe es mir aber nicht gedacht. Da ist auch wieder eine Yor-Einheit. Wer bist du? Keine Sorge, ich bin... Nein, geh weg! Du gefällst mir nicht! Vorschlag, Furchtfunktion deaktivieren. Nein, geh weg! Ich hasse dich! Ich hasse... Tut mir leid, dass ich dich so erschreckt habe. Bleib einfach hier und warte, bis Hilfe kommt. Ah! Scheint mir doch ein bisschen verstört zu sein. Okay, wir haben definitiv irgendwie einen Erfolg hier. Begeben wir uns mal hier rüber. Nee, ist nicht wirklich ein Ausschlag. Hier liegt auch noch eine... die kann ich nicht ansprechen. Weil ihr im Weg seid! Hey! Ich verstehe manchmal nicht, warum er... Ach, keine Ahnung. Ist mir egal. Ich schieße einfach so drauf. Scheiß auf die Raketen. Nein! Wow. Das war ein guter Rettungssprung. Na komm. Da ist er kaputt. So, jetzt können wir weiter scannen. Ich bin verwundert, dass hier nichts ist. Das ist aber eine doofe Ecke. Wisst ihr was? Dich hier? Dich reparieren wir. Ich hätte ganz gerne einen Unterstützer. Folge mir. Damit mich die nervigen Viecher nicht die ganze Zeit nerven. Die nervigen Viecher. Das war eine akkurate Beschreibung. Nee, hier scheint es wirklich nicht so stark aus. Der Scanner... Warum?
Ich hatte übrigens X gedrückt gehalten, falls ihr euch fragt. Eigentlich sollte er dann sich, sollte sich Tobi festhalten. Aber irgendwie dachte sie sich, nö. Warum auch immer. Hier irgendwas. Ja, hier schlägt er definitiv stärker aus. Na komm. Eher Mädchen in dieser Ecke, ich merk schon. Ah. Nicht so ganz, ich merke. Vielleicht hier. Habe ich noch meine Unterstützung? Ich glaube irgendwie nicht. Na komm. Ah, ich hasse es so sehr hier. Dieses große Ding. Es ist so nervig. Bitte geh einfach. Und meine Unterstützung ist halt wirklich nicht mehr da. Ah, ich dachte, hier wäre eine Leiche. Ich habe mich verguckt. Puh. Na komm. Als ob wir in jedem Ende des Parts irgendwann mal gegen das Ding kämpfen. Das kann doch nicht wahr sein. Na komm. Ah. Wisst ihr was? Ich find's vollkommen okay, gegen Maschinen zu kämpfen. Mittlerweile nerven sie mich einfach nur noch. Ich suche nachher jemanden und du störst mich einfach nur. Ja. Du kommst immer wieder und wieder und wieder. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Na komm. Du bist doch fast down. Danke. So. Nein, das ist immer noch der falsche Pott. Wechseln. Hier muss doch was sein, oder? Ich spüre es doch. Hier in der Ecke? Ja, hier schlägt tatsächlich was aus. Ah, nicht so hier. Vielleicht hier. Was machst du denn? Kann man hier hin? Langsam, hier ist geschossen, werte Herr oder werte Dame, aber gräme dich nicht. Mir gibt es absolut nichts Wertvolles, also lass dich nicht aufhalten und geh weiter. Hm, aber ich kann nicht dich einfach mit leeren Händen davon schicken, oder? Ich würde dir gerne ein Dandek mitgeben, aber ich habe gerade nichts dabei. Was mache ich nur? Ich weiß, ich werde mich zu deinem Nutzen selbst zerstören. Als Ergebnis wird es einen Regen aus nützlichen Materialien geben, die du gerne behalten darfst. Ach ja, heute ist wirklich dein Glückstag. Sobald du mein Geschenk eingesammelt hast, vergiss bitte alles, was du hier gesehen hast. Das ist ein Versprechen. Hörst du? Lebe wohl. Lieblich. Danke. War ein guter Mann. Ich musste ihn gar nicht erst zerstören. Er hat es selbst getan. Aber es wäre so oder so gekommen, sind wir mal ehrlich. Als ob es hier so stark ausschlägt. Ha. Hier. Black box signal detected. Life functions operational. Pod, employ a check module and a logic virus vaccine. Easy. I've contacted the bunker. They should be here soon. Thank you. We are currently searching for a missing Yorhai unit, designation 9S. Should you possess any information on the subject, please disclose it at once. Please, anything will help. 9S, that's that kid who was with you, right? I saw him all right. That explosion sent him flying. Which direction? Hard to say. I'll take my best guess at a landing spot and transfer the data to you. Thank you. You should stay here until the rescue team arrives. Target location data obtained. Marking on map. Haben wir... Wir haben Progress gemacht! Woohoo! Yeah! Meine Fresse! Dazu... Da kann ich nur eine Sache sagen. Hier. Pod. Nein, nicht dieser Pod. Ich weiß immer noch nicht, wie man den Pod umändert. Aber. Ne, ich weiß es halt wirklich nicht.
Jemand hat gesagt unter Gegenständen, aber ich finde hier nichts und ich habe definitiv einen Promotion Code eingegeben. Aber. Ne, hier ist halt wirklich nichts. Keine Ahnung dann. Technikbuch. Warum gibt's ja auch Bücher wieder? Aber Leute, wir haben eine Spur. Wir haben eine heiße Spur bekommen. Na endlich. Jetzt kann ich wieder auf meinen A-Pods zugreifen. Warum? Ich verstehe es manchmal nicht. Man drückt und sie hält sich einfach nicht fest. Und ich verstehe nicht ganz, warum nicht. Nein, es. Tobi. Warum nicht? Reines Wasser. Hier an der Spitze eines rostigen Etwas ist gerade hier. Genau dort ist reines Wasser zu finden. Warum? Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr diese kuriose Reise mitbegleitet habt, wie ich nach Infos gesucht habe. Aber ich habe es endlich geschafft. Von daher, es ging ja irgendwie, ohne irgendwie, es ging. Punkt. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen, würde sagen, wir beenden den Part und im nächsten Part können wir dann wirklich richtig weiter mit dem Spiel machen. Und damit würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.